So, meine Freunde, hier nochmal ein Tipp für alle Sportler. Ja, Bus ist immer dabei. Nach Corona unbedingt darauf achten, dass ihr locker trainiert. Auch wenn ihr einen ganz leichten Verlauf hattet, so wie ich. Locker trainieren, in den aeroben Bereich, nicht in den anaeroben Bereich kommen. Da würde ich mindestens 2 Wochen warten, ja, bis ihr wieder richtig hart trainieren könnt. Also meine Trainingseinheiten sind im Moment ganz, ganz locker. Ja, ich habe immer meine Pulsuhr dabei. Max-Puls, Max 120. Ja, zum Warmwerden gehe ich schön spazieren, wenn das Wetter schön ist. Danach mache ich Schattenboxen, ein bisschen Kraftausdauer und achte immer schön auf meinen Puls, dass der Puls schön unten ist. Geht die ganze Sache beim Sport ruhig an. Mein Tipp, sportfrei. Ja, und dran denken, ja. Für was trainieren wir? Ja, dass es uns gut geht, dass wir unser Immunsystem stärken, ja, und dass wir vorbereitet sind. Nach Corona ist vor Corona. Und ein gesundes Immunsystem kommt mit Corona, habe ich jetzt 2-mal bewiesen. Und Millionen andere Menschen haben es bewiesen. Kommt man auch ohne eine Impfung sehr gut klar. Aber das Immunsystem muss fit sein. Ja, und da wird wieder der Einwand kommen von einigen Skeptiker, dass auch gesunde Menschen, also die ein starkes Immunsystem haben, einen ganz schweren Verlauf haben können oder sogar daran versterben können, wenn sie Corona bekommen ohne Impfung. Das ist richtig. Das sind aber die absoluten Ausnahmen. Das sind genauso eine Ausnahme, als wenn man vom Blitz getroffen wird oder wenn man bei Grün über die Ampel geht und man wird von jemandem erwischt, der bei Rot rüberfährt, dann hat man auch ganz schlechte Karten. Und das ist nicht die Regel, das sind die absoluten Ausnahmen. Also ein starkes Immunsystem ist vom ganz, ganz großen Vorteil. Naja, mir fallen schon wieder Sachen ein. Und die könnt ihr euch noch erinnern, machen sie ja heute schon wieder. Diese rote Karte, ganz Deutschland ist rot. Ja, weil überall dieser Corona wütet. Da die ganze Karte war immer, immer grün. Ja, weil 99% der Menschen, 99% der Menschen haben, egal ob sie geimpft sind oder ungeimpft sind, mit diesem Coronavirus einen milden, lockeren Verlauf. 1% haben einen sehr kritischen Verlauf. 1%. Ja, also ist die ganze Karte, die euch immer gezeigt wurde und wo man jetzt schon wieder anfängt, alles rot, alles ist grün. Lasst euch nicht in Panik versetzen mit diesem Coronavirus durch diesen Lauterbach. Ja, wir haben ganz, ganz andere Probleme. Deutschland hat andere Probleme, produziert von dieser unsäglichen und unverantwortlichen Regierung. So, jetzt ist hier noch, ja, am schlimmsten hat meine Frau darunter gelitten, ja, seit über 2,5 Jahren, ja, dass ich hier die Menschen versuche, so aufzuklären. Ja, da hinten ist meine Frau, ja, läuft vor, die kann das schon gar nicht mehr hören, ja, wie ich versuche, euch mit Fakten aufzuklären, ja. Naja, okay. Ich winke schon, wo ich schon wieder bleibe. Bleibt alle stabil. Euer Michael Kuhr.